Hallo YouTube, liebe Messerfreunde. Ja, heute freue ich mich besonders darauf, euch ein Messer vorstellen zu können, was wahrscheinlich sonst nie in meine Hände geraten wäre. Und zwar hat der liebe Emir vom Kanal Israel ein Passaround gestartet. Die Schachtel des Messers seht ihr hier schon. Und zwar hat er das Messer gesehen als Custom-Version und da es jetzt eben auch in einer in Anführungsstrichen Serienproduktion auf den Markt kommt, so habe ich ihn jedenfalls verstanden, war sofort begeistert und hat sich das Messer eben als Serienversion Messer gekauft. Und zwar wird das Ganze angeboten beim im Shop von Tools for Gents. Und ja, dann hat der liebe Richie von Tools for Gents ihm nicht nur ein Messer zugeschickt, sondern zwei und sein eigenes. Und hier steht es drauf, das Passaround-Messer, ein Messer, was praktisch ja, in die Runde geschickt wird. Ein paar YouTuber können das befingern. Und wo ich das Video von diesem Messer gesehen hatte, sofort begeistert war von dem Messer, also rein optisch. Es ist, glaube ich, das Messer, was mich dieses Jahr sofort angesprungen hat vom Design her. Und ja, insofern habe ich bei den Kommentaren sofort geschrieben, hier nehme ich da bitte mit auf. Und er hat mir auch später zurückgeschrieben, ja Bernd, du bist mit dabei. Und insofern habe ich das Messer jetzt in den Händen. So, ehe es aber weiter zur Vorstellung geht, möchte ich euch zu Anfang erstmal ein paar Szenen einblenden, was ich so mit dem Messer angestellt habe. Ja, ich wollte mir sowieso einen Salat machen. Und was bietet sich da eher an, als gleich mal bei dieser Gelegenheit dieses Messer hier zu testen. Und ihr seht selber, Freunde, das ist der reinste Wahnsinn, wie das hier durch die Paprika gleitet. Eine Zwiebel darf natürlich nicht fehlen. Und schaut mal, wie gerade das Messer auch durch die harte äußere Schicht einer Zwiebel durchgleitet. Also ihr habt das vielleicht auch schon mal mitbekommen, so eine äußerste ausgetrocknete Zwiebelhaut, die kann auch, wenn das Messer scharf ist, eine ganz schöne Widerstandskraft haben. Aber bei diesem Rasiermesserklingenschliff gar kein Problem, wie ihr eben gesehen habt. So. Es macht einfach Spaß. Natürlich darf auch die obligatorische Tomate nicht fehlen. Tja, und auch da muss ich einfach sagen, klasse. Ich muss natürlich dazu sagen, das ist jetzt hier eine frische Tomate, die also richtig hart und prall und drall ist. Das ist ja bei schrumpelnden oder älteren Tomaten, sage ich mal, ist das ein bisschen schwieriger. Aber man merkt eben diese 0,4 mm hinter der Phase, die ich gemessen habe, und es macht wirklich Spaß, mit dem Messer hier am Küchentisch umzugehen. Tja, hoffentlich langweile ich euch nicht hier mit meinen Küchenschnibbeleien, aber so lernt man natürlich ein Messer sehr gut kennen. Und tja, auch hier beißt sich das Messer in die Radieschen rein und es ist wirklich eine
Freude hier am Küchentisch. Ich kann mich da nur wiederholen. Eine Geschichte darf natürlich bei mir nicht fehlen. Und das ist der obligatorische Apfel, den ich ja meistens hier kegelförmig oben und unten ausschneide. Ein anderer Test bei mir ist immer noch, wie ich durch das Gehäuse gleiten kann und gleichzeitig, ohne dass ich überhaupt einen Widerstand spüre, die Apfelkerne mit zerteile. Ich meine, das mache ich sonst so nicht hier, aber ich habe es einfach nur mal testweise, mache ich das jetzt hier. Und ihr könnt vielleicht sehen, man merkt überhaupt keinen Widerstand, wenn diese super scharfe Klinge hier durch das Apfelgehäuse gleitet. Absolut. Gut, das ist jetzt frisches Holz, aber trotzdem, wie ihr seht, das ist eine reine Freude. Tja, Freunde, einfach nur klasse. So, dann wollen wir jetzt mal zu dem allseits beliebten Batoning-Test kommen. Nein, natürlich nicht. Ich hoffe, ihr habt keine Schnappatmung mehr. Die letzte Szene war natürlich ein Spaß, konnte ich mir nicht verkneifen. Naja. So, das wunderschöne Messer kommt also hier in diesem unspektakulären Karton, ohne Typenbezeichnung, ohne nichts, nur das Logo von Dutch Blade Works hier auf dem Karton. Das Messer kommt dann ebenfalls hier in dieser schönen Pouch, wo sogar zwei Messer reinpassen. Ich weiß jetzt nicht, ob das zum serienmäßigen Auslieferzustand mit dazugehört, aber ich gehe mal davon aus, hier in der Pouch waren auch noch zwei Patches von Tools for Gents. Finde ich immer klasse. Im Gegensatz zum Emir kann ich da immer was mit anfangen. Ich habe also immer irgendwelche Klettflächen an meinem Patchflächen an meinem Rucksack. Eine nette Geschichte. Da drin kommt dann auch noch hier dieses Zertifikat. Ich hoffe, ihr könnt es so vielleicht am besten lesen. Ja, das ist alles ganz nett. Ich werde jetzt auch keine großen Worte finden zu der Firma Dutch Blade Works. Bis vor kurzem war mir diese Firma gar nicht bekannt. Geht mal auf die Seite. Ich werde euch das verlinken in der Videobeschreibung. Da sind drei Leute, die sich zusammengetan haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Die wollen hochwertige Messer, Sammlermesser anbieten, auch in limitierter Stückzahl, die beste Qualität haben, aber trotzdem noch preislich erschwinglich sind. Nun ist natürlich das Wort erschwinglich immer relativ. So, aber wie gesagt, geht da mal auf die Seite, schaut da mal. Das Messer wurde designt von Tashi Bakura und Goody van Poppel. Ich hoffe, ihr habt den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Den Tashi kannte ich bisher noch gar nicht. Goody habe ich schon in mehreren Videos von Tools for Gents gesehen und was da so rüberkam, ein super sympathischer Typ, hat mir immer schon gefallen, wie er sich da so gibt und wie er für Messer brennt, ist ja wohl, glaube ich, so ein bisschen angehaucht auch von traditionellen spanischen Messern und so ein bisschen ganz grob findet man das hier im Design auch wieder. Also hier ist das gute Stück, Xerxes heißt es. Ich habe mal gegoogelt, das ist wohl irgendwie ein ägyptischer Pharao gewesen oder so, keine Ahnung. Mich würde mal interessieren, wie es zu dem Namen gekommen ist. Ich werde hier mal
einen kleinen Rundflug, eine Nahaufnahme hier über dieses Messer starten. Und wie gesagt, wie ich das Messer zum ersten Mal im Video von Emil gesehen habe, dachte ich, wow, was ist das denn für ein Messer? Das ist ja wirklich eine ganz große Klasse. Ich habe das schon im geschlossenen Zustand, so wie es hier ist, fand ich es wirklich klasse. Das hat für mich irgendwie so eine Clownform von so einem Urviech, sage ich mal, von irgendeinem Raubtier. Also schon im geschlossenen Zustand gefällt mir die Formsprache äußerst gut. Und ich habe mir jetzt das Messer mal näher betrachtet. Die Verarbeitung ist wirklich fantastisch. Hier kann man Lanyard durchfädeln. Das Besondere ist auch, habe ich so bei einem Messer auch noch nicht gesehen, dass der Backspacer sich hier nach hinten hin verjüngt. Ihr wisst ja, ich bin mehr, was Messer anbelangt, mehr praxisbezogen. Es gibt sicherlich Leute, deswegen werde ich auch die Videos der anderen Jungs hier verlinken. Ich habe das Messer jetzt als erstes bekommen. Also wenn die Vorstellungen stehen von den anderen, werde ich die natürlich in der Videobeschreibung mit verlinken. Jeder hatte so seine Art, ein Messer vorzustellen. Und meine ist da sicherlich ein bisschen mehr praxisbezogen. Ja. Und das Schönste ist, ich habe das Messer aus der Verpackung genommen. Also auf dem Video, wie gesagt, war ich hin und weg, aber ein Messer auf dem Video schön finden und dann in der Hand halten, das können zwei verschiedene Sachen sein. Ich habe das jedenfalls aus dem Karton genommen, das erste Mal in der Hand genommen und einfach aufgeflippt und, ja, ich hätte jetzt fast gesagt, bam. das Messer ist einfach der Hammer, Freunde. Also, das liegt super in der Hand, wirklich spitzenmäßig, kein Hotspot, gar nichts. Der Clip auch, den spürt man hier, auch wenn ich fest drücke, gar nicht. Und die Klingenform, diese im ausgeklappten Zustand entstehende S-Form, ja, durch den Monitor gar nicht so einfach zu zeigen, die finde ich auch riesengroße Klasse. Und das Messer hat irgendwie ein schlichtes Äußeres, aber gleichzeitig, ja, wirkt es eben, ich sag mal, wirklich edel in meinen Augen. Es gibt manche Messer, die sind designtechnisch mit irgendwelchen Applikationen überladen und das gefällt mir persönlich gar nicht. Und das ist hier das Gegenteil. Also die Formsprache von diesem Messer hat mich vom Hocker gehauen. Und ich war sogar mit der Lupe dabei und habe mir hier einige Ecken und Kanten angeschaut. Ich hoffe, das kommt im Video jetzt so halbwegs rüber. Auch der Lock hier, der steht perfekt. Man kann vielleicht jetzt sogar ein bisschen erkennen, dass das Messer auf Kugellagern läuft. Ich muss mal hier eben, ich glaube, ich nehme mal hier den Zahnstocher vom Victorinox, um mal hier zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ich hoffe, der Fokus schafft das. Schaut euch mal hier an, diesen Abschluss. Der ist ja hier nicht gerade, sondern der Backspacer hier ist hier ein bisschen dicker und greift dann praktisch in die Griffschalen. Also hier ist es ja parallel und hier vorne, seht ihr das? Genauso hier gehen die Griffschalen hier so ein bisschen stärker zusammen und man kann also wirklich schauen und gucken, wie man will. Ich finde es auch ganz große Klasse, dass hier ganz dezent, achso, jetzt kommen wir zu einem Punkt, normalerweise halte ich ein Messer so, wenn ich hier irgendwie was ablesen will, warum jetzt der Schriftzug hier andersrum geprägt ist. Gut, das ist aber eine Kleinigkeit. Hier sieht man den Stahl CPM 20 CV und ganz dezent. Eine Sache, die auch ganz witzig ist, kommt das jetzt hier rüber? Oh, ich hatte meine Taschenlampe.
Das ist schade. Da könnt ihr es vielleicht sehen. Wo bin ich denn jetzt hier? Mensch, über den Monitor. Da könnt ihr es sehen, dass hier auf der Rückseite, auf der Innenseite im Backspacer. Ah ja, jetzt kommt es gut rüber. Hier steht also nochmal, stehen die Designer-Namen. Finde ich also auch ganz toll gemacht. Es gibt hier keine scharfen Ecken und Kanten, außer die Schneide selber. Und das Messer kam sauscharf hier zu mir. Also ich hatte das Gefühl, ich war noch gar nicht richtig an meinen Oberarmhaaren dran, noch einen Zentimeter entfernt, und die Haare sprangen schon freiwillig vom Arm, um das mal so auszudrücken. Also eine Wahnsinnsschärfe. Ihr habt es ja auch in den Praxisvideos gesehen. Eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und ich habe doch sage und schreibe hier mit meiner Mikrometerschraube. Ich stelle immer vorher einen Wert ein und prüfe praktisch dann die Schneide hier, benutze praktisch diese Mikrometerschraube hier als Endmaß, oder wie soll man das sagen, als Leere, und schiebe dann die Klinge da rein und gucke, ob das Maß stimmt oder nicht. Das mache ich dann so lange, bis ich das richtige Maß gefunden habe, und lese dann doch tatsächlich einen Wert von, ich würde mal sagen, 0,4 mm ab. Also man merkt es hier auch, wenn man hier vorsichtig fühlt. Man kriegt mit der Zeit ein Gefühl dafür, dass das also auch ein absoluter Schneiteufel ist, dieses Messer. Und man kann hier gut mit dem Daumen reingehen, um Druck auszuüben. Ihr habt das ja gesehen beim Schnitzen. Man kann auch so ein bisschen in so eine Art Vorgriff gehen. Finde ich auch ganz gut. Wobei da gleich ein von mir, ja, es gibt immer irgendwie kleine Kritikpunkte bei jedem Messer. Ich hätte den Flipper hier praktisch so in der Form ausgerundet. Dann hätte das hier wirklich einen noch ergonomisch besseren Vorgriff ergeben. Das hätte auch den Flipper in keinster Weise irgendwie beeinträchtigt, weil dann wäre der Bogen nicht so hier gegangen, sondern genau andersrum, also praktisch so. Und zum Flippen, ja, die Funktion wäre geblieben. Vielleicht gleich noch ein anderer, kleiner Kritikpunkt. Das hatte der Emi, glaube ich, auch erwähnt. Das Logo, ich wäre sowieso mal, ich hatte Interesse, wie das Logo hier zustande gekommen ist. Erschließt mich jetzt nicht bei dem Namen Dutch Blade Works. Das sind für mich hier so zwei Bergspitzen irgendwie, die hintereinander platziert sind. Das wirkt, aber ich weiß jetzt gar nicht, wie das hier gemacht wurde. Das passt von der Wertigkeit, finde ich, nicht. Das Logo selber ist okay, aber ich hätte das vielleicht eher hier irgendwie ein bisschen reingefräst oder irgendwie anders gestaltet. Also das sind aber absolute Kleinigkeiten, das kann man vergessen. Der Highlight, das Highlight ist nach meiner Meinung der Clip. Also wirklich ein Clip, der sich hier so von der Formsprache her so harmonisch in das Griffende hier einfügt. Und das ist auch ein 3D-Clip, der aber trotzdem wirklich eine sehr, sehr gute Funktion hat. Also ich habe das Messer hier in meine Hose geschoben, wunderbar, gar kein Problem, wird sicher gehalten. Und ich habe damit übrigens auch jetzt 2-3 Tage auf dem Sofa, ich bin im Moment Strohwitwer, insofern kann ich das machen, habe ich das ein zigmal auf und zu geflippt, und das Messer liegt super in der Hand. Man könnte vielleicht hier noch ein bisschen diese Griffschale hier, 5/10 hier verjüngen, verkleinern, damit man so ein bisschen mehr diese Lockbar hier besser erreichen kann. Aber ihr seht ja, es geht unproblematisch, und in der Praxis bei Nutzung macht man das ja auch nicht 50 Mal hintereinander. Ja, wenn ich mir das Video angucke, habe ich wahrscheinlich wieder irgendwas vergessen, keine Ahnung. Aber ich bin hellauf begeistert. Ihr habt es wahrscheinlich ja schon gesehen. Ich muss, glaube ich, hier auch bei diesem Video rechts oben, links oben irgendwo Werbung einblenden, weil dieses Messer wird unter den Passaround-Teilnehmern verlost.
Und da nochmal mein Riesendank an Tools for Gents. Das ist nicht selbstverständlich. Das Messer liegt irgendwie so roundabout, glaube ich, in der 300-Euro-Klasse. Ich meine, dass irgendein Messer in der 50-Euro-Klasse dann mal verlost wird, das ist schon gang und gäbe. Aber bei diesem Preis das Messer unter den Teilnehmern zu verlosen, ist schon der absolute Hammer. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin absolut heiß auf dieses Teil. Ja, mal gucken, wie da Fortuna, ja, wie das funktioniert. So, ich muss jetzt mal zum Ende kommen. 13 Minuten sehe ich hier im Display. Die Praxisszenen nehmen ja auch noch ein paar Minuten ein. Ich könnte hier stundenlang weiter schwärmen und dieses Titan fühlt sich auch total warm an, warm und weich. Das ist natürlich Metall und Metall und dann die Attribute warm und weich. Das widerspricht sich vielleicht irgendwie, aber das ist halt nur mal so mein Empfinden. Die technischen Daten, ich wollte erst hier irgendwie die Geometrie ausmessen und so weiter. Messschieber habe ich ja hier liegen, aber das könnt ihr ja alles im Internet googeln. Das will ich jetzt hier gar nicht groß machen. Die Fertigung übrigens soll wohl bei WeKnives erfolgen. Ja, das würde der Qualität hier auch entsprechen. Also, das Messer geht jetzt auf die Reise und ich werde jetzt gleich zur Post fahren und das weiterversenden. Ich bin gespannt auf die anderen Videos. Ich bin hellauf begeistert und ich hoffe, ihr glaubt mir. Ich äußere hier meine ehrliche Meinung. Ich würde auch sagen, wenn es mir nicht gefällt, aber ein ganz, ganz großer Wurf nach meiner Meinung. Offen, wie auch im geschlossenen Zustand. So, jetzt aber endgültig, das soll es gewesen sein. Ne? Ich wünsche euch was, schönen Tag, schönen Abend, wann immer ihr das Video schaut. Ach so, nein, stopp. Ich wollte ja noch einen kleinen Größenvergleich hier machen zum, ja, vielleicht hier zum Peak, Manly Peak. Und vielleicht auch noch, nehmen wir mal das Pioneer. Victorinox Pioneer. Kommt das so rüber? Ja. So. Jetzt aber endgültig, ne? Das soll es gewesen sein. Wünsche euch was. Moin.